So, schön sind Sie wieder da. Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Schön sind Sie wieder dabei. Freut mich außerordentlich und Sie haben auch recht, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben nämlich heute wieder eine, ja, sagen wir so eine Ausnahmedame da. Sie lacht schon eben dran, ich höre sie schon, aber sie ist wirklich genial und sie hat wirklich was zu erzählen. Sie ist CEO und Leiterin der Niedermeyer Pharma Firma. Das ist ein Weltkonzern, der im Bereich von fermentierten Lebensmitteln nach deutschem Recht, nach Schweizer Recht, Nahrungsergänzungsmittel in einer Kaskadenfermentation die ganze Welt eigentlich beliefert. Schon seit vielen, vielen Jahren, seit 80 Jahren. Die Dame, die da ist, macht das schon seit 20 Jahren, richtig? Ja. Also ganz herzlich willkommen, liebe Dr. Frau Dr. Cordula May. Schön, dass du da bist. Hallo Alex, freut mich. Ja, also wir haben zwei Sendungen schon gemacht. Ja. Und die waren einfach unglaublich bereichernd. Das sage ich als Moderator, weil ich so viel gelernt habe in einer Sendung wie selten zuvor. Ach, das freut mich. Und alles, was du sagst, ist Gold wert und man hängt dir an den Lippen, weil da einfach Kompetenz und Weisheit rauskommt und der Lebenserfahrung. Und es ist für mich auch ein Schatz, mit dir reden zu dürfen, weil wir den Menschen etwas in die Hand geben dürfen, das wirklich hilft. Das ist das Wichtige. Ja. Ich fühle mich auch als Botschafterin. Hm. Das muss ich sagen. Ich wurde so regelrecht installiert. Tja, also Niedermeyer Pharma heißt die Firma und es gibt ja kein Reformgeschäft, wo ich gesehen habe, wo das Produkt nicht irgendwie ganz penetrant überall drinsteht. Also ihr habt es geschafft, wirklich die ganze Welt damit zu erreichen. Aber ich merke einfach, ich habe Niedermeyer Pharma wirklich schon längst gekannt, aber eigentlich nicht gewusst, wieso ich es nehmen sollte. Ja. Das habe ich jetzt gelernt. Eindeutig in den letzten zwei Sendungen war es so eindeutig klar. Und ich möchte vielleicht auch in dieser Sendung nochmals darauf eingehen, aber vielleicht das ganze andere Titel, das Immunsystem stärken. Mhm. Weil es ist ja so schön, wenn wir eine Gesundheitsprävention betreiben können, um gar nie in eine Krankheitsmaschinerie reinzukommen und Leid zu erdulden müssen. Sondern schauen wir mal, was können wir tun, dass der Mensch gesund bleibt? Das ist doch das Einfachste. Um das geht es ja eigentlich. Ja. Man will ja gar nicht erst krank werden. Vollkommen richtig. Und du hast mir heute noch draußen in der Natur noch Sachen erzählt, wo Menschen entgiften können, nur über ein gesundes, in der goldigen Mitte bestehendes Mikrobiom. Mhm. Wo Schadstoffe wie Quecksilber oder einfach vom Körper ausgeschieden werden, nicht über eine normale Entgiftung, sondern über ein gesundes Mikrobiom. Mhm. Also scheint mir aus diesem Gespräch oben der Schlüssel für unsere Gesundheit von A bis Z hier unten zu sein. Das ist korrekt, in Kombination mit gesunden Zellen, die einen gesunden Stoffwechsel haben. Und Gut. Das alles basiert eben auf dieser Kaskadenfermentation. Gesunde Zelle, was meinst du gerade damit? Unsere 70 Billionen Zellen, ja. Unsere Körperzellen, okay. Die müssen stabil sein und müssen einen gesunden Stoffwechsel haben. In der Natur ist es ja vorgesehen, dass also ein gesunder Mensch ist in der Lage, Schadstoffe auszuscheiden. Das geht über die Zelle an sich und natürlich speziell auch über die Leber, über die Phase 1 und Phase 2 Enzyme. Da haben wir ein Entgiftungssystem, dafür ist ja die Leber auch bekannt. Mhm. Und wenn das funktioniert, wenn das richtig gut funktioniert, dann können Schwermetalle, alle möglichen Stoffe, Feinstaub und so weiter, wird einfach ausgeschieden. So ist es vorgesehen. Okay. Aber es funktioniert halt nicht immer. Diese gesunde Zelle, wie muss ich mir das vorstellen? Wann ist die Zelle gesund? Wann weiß ich das? Das merkst du, wenn du krank wirst, dass sie nicht mehr gesund ist. Also super, toll, danke. In diesem Sinne. Das ist recht einfach ausgedrückt. Ja, natürlich, okay. Mhm. Unser Organismus besteht, man sagt, aus ca. 70 Billionen Zellen. Mhm. Zellen sind alles. Das ist die Hautzelle, das sind die Organzellen, in den Blutgefäßen, überall alles, die Darmzellen, alles besteht aus Zellen. Und eine Zelle ist immer gleich aufgebaut. Da gibt es eine Zellwand, dann gibt es die Chromosomen, da gibt es die Mitochondrien, da gibt es alle möglichen Dinge, den Zellkern, wo die Chromosomen beinhaltet sind. So, und diese Zelle, jede Zelle muss pro Sekunde bis zu 100.000 Stoffwechselprozesse umsetzen. Mhm. Da ist natürlich ganz wichtig, dass man in den Kraftwerken, in unseren Zellen, also man hat, also nur mal von den Größenverhältnissen, also das ist schon wirklich toll. Man hat 70 Billionen Zellen, sagt man. In jeder Zelle sind beinhaltet von 1.500 bis zu 10.000 Mitochondrien.
Und die haben ein eigenes Genom, die haben sie aus der Evolution in uns mitentwickelt, eigenständig, ein Parallellebewesen sozusagen. Und diese Mitochondrien produzieren das ATP, das ist die körpereigene Energie. Man kann sie natürlich jetzt irgendwie Koffein reinhauen, super, wirkt momentan schon, aber das ist nicht das, was die körpereigene Energie ist, denn die muss funktionieren, dann ist die Zelle aktiv. Die Zellen an sich, das ist das Nächste, haben Stoffwechselprozesse, das heißt, das sind enzymatische Umsetzungen. Und an diesen Enzymen in den Zellen, da mangelt es eben auch. Man muss sich vorstellen, wir Menschen sind gepulste Wesen. Wir haben die Insulinpumpe, wir haben unseren Puls. Es ist alles gepulst in uns. Wir empfangen die Strahlung, die gewisse gesunde Impulse gibt. Also dieses pulsierende System ist unglaublich wichtig und das wird maßgeblich über die Enzyme in den Zellen geleitet. Und an diesen Enzymen mangelt es. Wenn man sich zum Beispiel sehr schlecht ernährt oder sehr viel Stress hat, dann gibt es da einfach Probleme und das Enzym, das körpereigene Enzymsystem fährt sich runter. Und das ist halt bei uns in Regulaten auch. Wir haben in diesen Zutaten, in diesen wirklich sonnengereiften Zutaten, die sind natürlich voll mit Enzymkraft. Da sind die Enzyme drin und diese Enzyme sind riesige Eiweißmoleküle und die werden durch diesen dreistufigen Abbauprozess oder Aufschlussprozess zerlegt in kleine Aminosäuren, Peptide bis zu Oligopeptide, also bis zu 10 Aminosäuresträngen. Und die sind so klein, die gehen in die Zellen rein und reparieren sozusagen. Also man braucht da gar nicht so viel, es ist ein Reparationsprozess und dann ist die Zelle wieder funktionstüchtig und dann kommen die Stoffwechselumsetzungsmöglichkeit existiert dann wieder und dann springen auch wieder die Mitochondrien an. Und das ist ein System, das arbeitet in sich. Und wenn ich wieder mehr Energie habe, kann ich meine eigenen Baustellen wieder selber reparieren. Genau. Was du da sagst, hat das mit der Zellelektrik zu tun? Das heißt, wenn die Zellelektrik sinkt, kommt eben letztendlich dieses Unwohlsein, Entzündungen, Schmerzen, Krankheiten etc. Das ist jetzt ein anderes Thema von der Elektrik her, von der Zellwand. Da gibt es Natrium, Kalium, Plus, Minus, da gibt es diese Elektrik. Also in diese Richtung gehen wir jetzt nicht so, aber ich weiß es von Heilpraktikern aus Deutschland, dass sich diese Elektrik wieder aufbaut. Aber das ist nicht mein Spezialthema, Alex. Ja. Da kenne ich mich auch, da kennst du dich bestimmt besser aus als ja, ich. Ja, ich halte mich jetzt da zurück. Ich habe eine Dame getroffen, die heißt aus Österreich, die Lana, kennst du? Ah ja, die kann ich mich erinnern. Okay. Sie hat ein wunderbares Video gemacht und ich möchte gerne an dieser Stelle, weil es eben von ihr gemacht ist, für das körpereigene Immunsystem, dieses Video kurz einspielen. Okay. Ist das okay? Ja, gerne. Dann bitte ich gerne die Regie, das einzublenden. Hallo, grüß euch. Bisher habe ich noch kein Video gemacht, wo ich jetzt irgendein spezielles Produkt getestet, bewertet und empfohlen hätte. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich nie irgendwelche guten Produkte ausprobiere, sondern eher daran, dass mich jetzt noch kein so richtig vom Hocker gehaut hat, dass ich Lust gehabt hätte, ein extra Video drüber zu machen. Weil ich will euch ja nicht mit irgendwelchen lauwarmen Geschichten langweilen. Nur vor ein paar Monaten bin ich auf etwas gestoßen, was mich richtig begeistert und überzeugt hat. Und das habe ich auch schon mit meiner ganzen Familie und im Freundeskreis kundgetan und denen davon erzählt und viele haben sich auch schon besorgt. Keine Angst, das hat nichts mit Multilevel-Marketing oder so zu tun. Das kann man ganz normal über Amazon bestellen oder in einer Apotheke. Also gibt es manche Apotheken, die das haben. Oder auch bei der Firma selber, die heißt Dr. Niedermeyer und ist mir sehr sympathisch, weil sie eine gute Philosophie vertreten. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, ich erzähle euch auch davon, weil ich wirklich der Überzeugung bin, dass es einfach vielen helfen kann. Und zwar geht es dabei um eine flüssige Essenz aus Früchten und Gemüse und Nüssen, die natürlich aus biologischem Anbau, die fermentiert worden ist. Und zwar in mehreren Stufen sogar, also so eine Kaskadenfermentation ist da durchgeführt worden. Fermentation ist einfach so eine Umwandlung von Stoffen mittels Bakterien, Pilzkulturen und deren Enzymen und ist ein traditionelles Verfahren, wo es einfach zum Konservieren von Lebensmitteln angewendet wird oder auch um sie geschmacklich attraktiver zu machen. Und die Fermentation hat auch gesundheitliche Vorteile. Und zwar der Hauptvorteil ist der, dass so die Nährstoffe und Vitalstoffe aus einem Lebensmittel für uns Menschen, wenn es fermentiert ist, viel besser resorbierbar ist, also eine höhere Bioverfügbarkeit aufweist.
Das heißt, unser Mundschleimhaut, unser Darm kann diese ganzen guten Stoffe viel besser aufnehmen. Es gibt ja Menschen, die ernähren sich prinzipiell recht gesund und haben trotzdem Mangelerscheinungen. Das ist einfach, weil sie teilweise eben sich schwer tun, die Vitalstoffe aus der Nahrung zu resorbieren. Und die Fermentation erleichtert das, weil das ist irgendwie so ein Prozess wie eine Vorverdauung, kann man sich das vorstellen. Und dann kann man es besser aufnehmen. Außerdem verlieren bei diesem Verfahren alle Zutaten ihr allergenes Potenzial, also auch zum Beispiel Nüsse. Sie haben da Essenz von Walnuss drinnen und das können dann Allergiker auch nehmen. Bewirken soll das Ganze, so ganz allgemein gesagt, einen verbesserten Allgemeinzustand. Also eine bessere Energieversorgung unserer Zellen, eine verbesserte Immunabwehr, was noch, Leistungsfähigkeit soll angehoben werden. Und es gibt auch Studien, die darauf hinweisen, dass sich eben alles normalisiert, dass die Gesundheit einfach dadurch unterstützt wird, wenn man das Regulat, diese Regulatessenz einnimmt. Und ich habe ein Bierchen dazu gelesen, wo Erfahrungsberichte geschildert werden von Ärzten aus ihrer Praxis, wenn sie ihren Patienten das empfehlen, oder von Patienten oder ganz normalen Leuten, die das probiert haben, die da erzählen: Hast Diagnose, endlich gesund? Und da geht es eben um diese kaskadenfermentierten Enzyme und deren Wirkung auf unseren Körper und auf unsere Psyche auch. Das ist auch ganz interessant. Und wie ich das gelesen habe, hat es mich wirklich überzeugt, dass ich es zumindest einmal probiere. Und ich habe es dann ausprobiert und darüber möchte ich euch jetzt was erzählen. Jetzt zeige ich euch das Konzentrat einmal her. Schaut so aus. Ja, und ich habe angefangen, es zu nehmen, in der Früh und am Abend. Jeweils einen Esslöffel. Ja, und ich muss sagen, so am Anfang hat es schier geschmeckt. Also halt noch Essig und sauer. Aber ich muss sagen, man gewöhnt sich dran. Also ist dann halb so schlimm. Und wenn ich es jetzt rieche, finde ich, es riecht direkt gut. Also es wird besser. Man muss es circa Minuten im Mund lassen. Ich habe es so ein bisschen so hin und her gespült, eingespeichelt halt, dass einfach die Mundschleimhaut auch schon einen Teil der Vitalstoffe resorbieren kann. Und dann habe ich es geschluckt. Es ist relativ schnell gegangen, dass ich so mal einen allgemeinen Energiezuwachs wahrgenommen habe, so nach 3-4 Tagen wie munterer gefühlt und irgendwie heller in der Stimmung. Und das hat mir natürlich getaugt, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber meine eigentliche Hoffnung, das war auch der Grund, warum ich es ja in Wahrheit genommen habe, war die, also folgendes Problem: Ich habe einen sehr empfindlichen Darm immer gehabt. Und Auswärtsessen war zum Beispiel immer mit Risiko verbunden. Da hat es dann sein können, dass ich Tage oder sogar Wochen danach Verdauungsprobleme gehabt habe. Und ja, das war also die Hoffnung. Und tatsächlich, etwa nach 3 Wochen, habe ich gemerkt, mein Darm ist tatsächlich stabiler, fühlt sich besser an. Es war echt kein Vergleich zu vorher, einfach viel, viel besser. Und ich war selig. Ich bin noch immer selig. Und ungefähr zur gleichen Zeit sind mir noch 2 erfreuliche Veränderungen aufgefallen. Und zwar das eine: Ich habe immer schon meine Haut und meine Schleimhäute waren sehr pilzanfällig. Und meine Ärztin hat gemeint, das ist daher, weil ich als Kind und Jugendliche sehr viel Antibiotika habe nehmen müssen. Also ob ich müssen habe, sei dahingestellt, ich habe es halt gekriegt. Es war damals so in den 80er Jahren, 90er Jahren. Und dadurch sind meine guten Bakterien, also Bakterienflora auf Haut und Schleimhäuten, geschwächt worden. Und die waren ja dazu da, dass sie die Pilze immer schön im Zaum halten. Ja, und immer wenn ich halt ein bisschen schlecht benannt war und das dadurch dann verstärkt war, also diese schlechte Bakterienflora, dann hat der Pilz überhand genommen. Und ja, das ist halt lästig. Und ich habe eben auch nach 3 Wochen gemerkt, da tut sich was. Auf meiner Haut, also ich habe da so eine Pilzflechte gehabt, ungefährlich, aber eben lästig, so in den Kehlen da, in den Kniekehlen, und das ist, also ich sage einmal, zu 90% weg. Und meinen Schleimhäuten geht es auch wunderbar. Also das ist, da ist überhaupt seit jetzt Monaten, nehme ich das, die sind big fein. Also ich muss echt sagen, Darmflora, Scheidenflora, die fühlt sich alles so gut an und ich habe wirklich eine mordsmäßige Freude. Und die dritte Veränderung ist die ungewöhnlichste, hätte ich gesagt. Im Zusammenhang mit so einem Wasserlern hätte ich das jetzt nicht in Zusammenhang gebracht, aber es ist halt aufgetreten. Ich habe schon seit Jahren ein bisschen Kreuzweh. Die Brustwirbelsäule schmerzt mir eigentlich jeden Tag, auch schon in der Früh, und wenn ich halt länger sitze, tut es weh. Und ja, das ist auch wirklich von einem Tag auf den anderen waren die Schmerzen weg. Also überhaupt weg. Zu 100% schmerzfrei bin ich seit guten 2-3 Monaten.
Und das also ist zumindest eine zeitliche Korrelation da, von der ich berichten mag. Ich kann nicht beweisen, dass es jetzt ein kausaler Zusammenhang ist. Ich denke halt schon, weil es mir einfach so insgesamt viel besser geht. Ich habe jetzt überhaupt keine Beschwerden oder Schmerzen und da wäre freut. Ja, und jetzt versteht ihr wahrscheinlich, warum ich mir entschieden habe, ein extra Video über das Konzentrator zu machen. Ich habe einfach so eine Freude und wollte euch davon erzählen. Ah ja, übrigens kann man es auch äußerlich anwenden und ich habe gerade vor 2 Tagen jetzt angefangen, auf so eine schmerzende Vene, ist ein kleiner Krampf, oder? Das aufzuschmieren in der Früh und am Abend. Und mal schauen, was es bringt. Auf jeden Fall fühlt es sich momentan gerade gut an. Ja, und es gibt auch noch, ausgehend von dieser Basisessenz, auf verschiedene Bedürfnisse modifizierte Konzentrate, also die sind dann irgendwie umgereichert mit zusätzlichen Stoffen. Beispielsweise kann man die dann, also die Essenz Atro, kann man dann nehmen, wenn man mit Gelenken, Knochen, Bindegewebe irgendwie was verbessern möchte. Es gibt was fürs Herz, für den Blutzucker, für die Zähne, Nerven, ja. Und der Matthias nimmt jetzt gerade dieses Atro wegen seinen Knieschmerzen und ich bin gerade dabei, ihm zu überreden, dass er euch dann davon erzählt, weil ich glaube, das könnte interessant sein, was er dazu sagen hat. Ich wünsche euch alles Gute, schaut auf euch und bis zum nächsten Mal. Vier Teich. So, du siehst, die Dame ist auch total begeistert. aber was mich da ein bisschen irritiert, meinen wir eben von Immunsystem stärken und so weiter und sie redet sogar davon, dass ihr Rückenschmerzen weggegangen ist. Also das verstehe ich jetzt gar nicht. Was hat denn der Mikrobiom, mein Darm, ein gesundes, in der goldenen Mitte bestehendes Mikrobiom mit dem Rücken zu tun? Alles ist miteinander vernetzt. Komplett. Man darf ihn nicht vergessen. Wie gesagt, das Gehirn ist eine Ausstülpung des Darms und das ist verbunden mit dem Darm jetzt über den Vagusnerv. Das sind Verästelungen in den ganzen Körper hinein, auch in den Rücken. Das heißt, wenn das Immunsystem in seiner goldenen Mitte ist, dann strahlt das überall aus. Geht natürlich dann auch in die einzelnen Zellen hinein. Mhm. Also das ist ein ganz komplizierter Mechanismus, den kann man gar nicht so genau erklären. Der ganze Organismus ist eins. Das muss man einfach mal verstehen. Mhm. Das ist konträr zur Schulmedizin, aber es ist einfach so, man muss die Homöostase im Organismus wieder herbeischaffen und dann kommst du einfach generalisiert in deine Gesundung hinein. Und das strahlt natürlich genauso auf den Rücken aus. Mhm. Ja, es ist ja interessant, weil man hat wirklich das Gefühl, wenn ich Rückenschmerzen habe, habe ich am Rücken ein Problem. Mhm. Wobei eben auch da Ursache-Wirkungsprinzip. Aus der spirituellen Sicht würde jetzt der Rüdiger Dahlke mir sofort wieder sagen, ja, was trage ich da, was kann ich nicht mehr länger ertragen? Das stimmt aber auch. Ja, wahrscheinlich schon auch. Ja, der hat 100%, also der Dahlke ist ja zu verehren, ich vergöttere ihn, weil der das auf einer vollkommen anderen, von einer ganz anderen Sicht her alles erklärt, aber das sind Parallelwelten im Erklären und die stimmen beide. Mhm. Man kann es naturwissenschaftlich erklären und man kann es über seine Art erklären. Also ich bin da jetzt mal wieder hoch beeindruckt. Mhm. Hast du recht. Ja. Ich habe eine Überraschung für dich. Wir haben ihn besucht und wir hören uns schnell an, was er sagt. Wirklich? Liebe Regie, bitte um Einblendung des Videos. In unserer Serie über die Gesundheitstipps, ein ganz wichtiger, bezieht sich noch auf den Darm. Schon Hippokrates hat gesagt, der Tod sitzt im Darm. Symbolisch stimmt das 100%. F.X. Meyer hat es dann wiederholt. Tatsächlich beginnt viel mehr an Krankheitsgeschehen im Darm, als wir denken. Wir wissen das heute von Parkinson, aber auch noch der anderen neurodegenerativen Krankheit, MS, stellt sich das immer deutlicher heraus. Und für mich als Fastenarzt war die Darmflora immer ganz wichtig. Heute sagt man Mikrobiom, seit die Schulmedizin das auch entdeckt hat. Und die gehört gepflegt. Also ich empfehle das auch direkt, dass wir uns der Darmflora, dem Mikrobiom neuerdings zuwenden und das wäre ganz sinnvoll. Ab der Hälfte der Fastenkur empfehle ich dann Rechtsregulat. Das ist das beste Futter, was ich herausgefunden habe in diesen 40 Arztjahren. Beste Futter für die Symbionten im Darm. Ja? Rechtsregulat ist ein kaskadenfermentiertes Produkt, was den wunderbar bekommt. Du siehst, er kennt ja euch schon seit 40 Jahren und ist total begeistert und empfiehlt das auch von A bis Z. Aber er hat es mir auch nie so richtig erklärt über das Rechtsregulat. Ich habe mit ihm ja gesprochen und geredet, also 40, es ist Standardtherapie bei ihm. Mhm. Aber dass es eben mit diesem
goldigem Fingerabdruck zu tun hat, wie du schön sagst, dass wir wieder unser eigenes Mikrobiom entwickeln. Das Individualisierte, um das, ja, geht es das, eigentlich. Da muss ich einfach, Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einfach nochmals gerne darauf hinweisen, wir haben dazu eine Sendung gemacht, wegen unserem Darm, wegen diesem Fingerabdruck. Bitte schauen Sie das einfach nochmals auf unserem YouTube-Kanal an. Es ist wirklich meiner Erachtens elementar wichtig, es zu wissen, als weitere Sichtweise zur herkömmlichen Sichtweise. Aber ich denke, es ist die ergänzende Sichtweise schlechthin zu Absolut. Allem, was heute auf dem Markt besteht. Und nochmals ganz herzlichen Dank auch für alles, was du uns da wirklich beibringst und erklärst. Das ist ein Segen. Also, Immunsystem stärken heißt einfach regelmäßig... Ja, regelmäßig. Muss man es regelmäßig? Nicht unbedingt, oder? Nein, muss man nicht. Aha. Nein, man kann das in Kuren machen. Also wenn man halt einfach nicht, wenn man merkt, es stimmt irgendwas nicht im Organismus, dann muss man das schon mindestens, ja, 3 Monate muss man es durchziehen, die Kur. Das muss ich sagen, am Stück. Ansonsten genügt es. Es gibt viele Leute, die nehmen es wirklich täglich, weil sie fühlen sich einfach dadurch besser, sie haben mehr Kraft, mehr Energie und vor allem auch eine freudige Energie. Das ist eigentlich das Allertollste. Also du, wenn du viel Kraft hast, dann hast du auch viel Freude in dir. Ja, klar. Das ist also ganz was Wunderbares. Ja, ja. Also das ergänzt sich ja dann. Sonst schleppst du ja so dahin. Weiß mal, wenn man Grippe hat, liegst du im Bett, oh, da kannst du gleich gar nicht mehr. Ja. Da ist vorbei. Ja, ja. Da zehrt alles an der Energie. Ja, und nochmals, ich meine, wenn ich nur Energie habe, habe ich ja überhaupt die Chance, meine Baustellen zu reparieren. Und wenn ich hier ein Bild mache, ich brauche den Bauarbeiter und ich brauche das Baumaterial, um letztendlich hier was zu bauen oder zu reparieren. Genau so ist es. Ja. Das ist ein ganz guter Vergleich. Man braucht einfach seine Nährstoffe wie Proteine, einen gewissen Anteil an Kohlenhydraten, sekundäre Pflanzenstoffe. Man braucht so seine Dinge, um den Körper einfach mal auszubilden. Aber um ihn dann gesund zu halten, geht es um die Enzymatik, geht es um die sekundären Pflanzenstoffe und geht es um ein gesundes Mikrobiom. Und das sind genau, man kann sagen, Proteine und so weiter, das ist wichtig, das sind quasi die Steine, wenn du ein Haus baust, aber der Mörtel, der das Ganze zusammenhält, das ist eigentlich Regulat. Da ist alles drin. Das ist gut zu wissen, weil es gibt auch Leute, die dann 5, 6 Präparate schlucken musst und trinken musst. Und zum Teil, ich hatte mal ein Produkt, auch meine Kinder, ach, das war ein Debakel. Ja, da hatten wir wirklich in der Küche das genommen und es ging rein und raus. Oh. Also es hat unglaublich toll geschmeckt, in Anführungszeichen. Oder sarkastisch. Ich habe es auch versucht, jetzt das Regulat vorne oben in der Küche. Also ich finde, es schmeckt auch wunderbar. Ich habe es eigentlich sogar gern, weil meine Mikrobiom heute schon ein anderes Futter gewöhnt ist, als die reinen Zuckerjunkies. Genau, also was wirklich hochinteressant ist, das stellen wir immer wieder fest. Menschen, die sowieso einigermaßen gesund sind, die trinken das Regulat gerne. Und Menschen, die nicht gesund sind, oder gerade Kinder, die einfach konditioniert sind auf Geschmacksverstärker, Aromen, genau. Süßstoffe. Du hast ja das Gesicht gesehen, meine Tochter, die so ist getrunken. Genau, du hast ja auch Pickel. Okay, ja. Die bringen wir jetzt weg. Ja, das bringen wir weg. In 3 Monaten nehme ich sie vor die Kamera, oder? Ja, bitte. Okay, machen wir das. Und diese Menschen haben eine Aversion. Denen schmeckt das Rechtsregal überhaupt nicht. Die bringen es fast nicht runter. Also denen empfehlen wir wirklich, in einen Traubensaft einzumischen, weil das maskiert den Geschmack relativ gut und dann kann man es sehr gut nehmen. Okay. Und jetzt kommt das Besondere. Und nach einer gewissen Zeit mögen diese Menschen, trinken sie es pur, weil sie sagen, das schmeckt mir. Ja, weil der Körper sich erholt, da adaptiert er das, der Körper spürt es, dass es ihm gut tut und dann sagt er, wo ist es? Also das ist wirklich toll. Es ist, das ist durch die Bank so. Das ist eine hochinteressante Feststellung. Ich lasse dich heute gar nicht mehr nach Hause gehen, das weißt du, gell? Aber diese Sendung ist schon wieder vorbei. Ach. Ja, aber du bleibst hier. Okay. Danke vielmals. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sind Sie versichert, wir werden mit der Frau Dr. Godola weitere Gespräche machen, weil es ist eine Herzensenergie da. Ich spüre das. Es ist einfach authentisch, ehrlich, es ist kompetent, es ist weise. Und wir haben hier wirklich einen Schlüssel in den Händen, der uns extrem viel Wohlbefinden geben kann. Und eben diese ganze Geschichte um das Darm herum, wir wissen es alle, der Tote sitzt im Darm, sagte so schon Sokrates. Das wollen wir alle nicht, dass es so weit kommt, sondern schauen lieber präventiv, indem wir unser Immunsystem stärken und hier das Mikrobiom in die goldige Mitte führen. Liebe Godola, ganz herzlichen Dank für dein Wirken, für dein Sein als Botschafterin des Darms. Ja. Danke vielmals. Auch Ihnen alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.